Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Frauen, die. Weiter geht's. Wir bauen noch eben die Generatoren, dass wir mehr Eisen bekommen. Das ist auf jeden Fall heute unser To-Do, unser wichtiges To-Do. Dann gucken wir wegen der Forschung, dann gucken wir allgemein, ob wir die neuen Förderbänder ersetzen können und wie wir sie ersetzen können. Das wird auch noch so ein Drama. Ich glaube nämlich, wir müssen alles abbauen und wieder aufbauen. Habe ich so ganz leicht die Befürchtung. Werden wir aber gleich dann rausfinden. Und dann gucken wir mal weiter, was wir so heute noch anstellen können und ob wir überhaupt noch was anstellen können, weil ne, Zeit ist rares Gut, wie man unschwer weiß. Und deswegen müssen wir mal gucken, was denn die Zeit dann noch hergibt. So, erstmal bauen wir, wie gesagt, hier wieder die Öfen, dass es hier einfach ein bisschen weiter geht. 1, 2, 3 und 3. Und dann machen wir hier Output, Output, Output. Und hier machen wir das Ganze noch einmal. 1, 2, 3 für den Input. So, und ab die Fahrt. Da müsste auch direkt anfangen, hoffe ich. Was ist denn hier passiert? Okay, statt zu bauen, habe ich scheinbar oben die Dinger hingebaut. Okay, so, wir machen hier uns nochmal ein bisschen, ganz kleines bisschen Platz. Die besagten 3 wieder. Die möchte ich gerne hier schon haben, dass ich da einfach ein bisschen mehr Platz für mich habe. Und zum Bewegen, ich bin dick, ich bin fett, also brauche ich auch diesen Platz. Also weg damit. Weg damit. Okay, das und das. Das und das und das und das. Gut. Dann haben wir das auch fertig. Platten laufen wieder vollständig. Wir gehen kurz nach der Forschung gucken, hoppala. Was machen wir denn als nächstes? Dekor. Was ist denn Dekor? Walls und Struktur. Deko. Laufstegs. Das ist genau das, was ich brauche, aber okay, aber das ist, glaube ich, nichts Wichtiges. Charaktercrafting. Ist hier irgendwas Wichtiges dabei? Mining Speed. Okay, Mining Speed ist, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, Mining Speed ist ganz gut. Ich glaube, Mining Speed ist wirklich ganz gut. Okay, gut. Mining Speed ist in der Mache. Wir gucken uns mal ganz kurz unsere schöne Base an. Und sind eigentlich damit bis jetzt mehr als zufrieden. Da wir so zufrieden sind, machen wir ganz kurz hier nochmal Tabula Rasa und machen hier nochmal ein bisschen Erde weg. Auch wenn wir die neue Forschung noch nicht durchhaben mit Mining Speed, aber so ein bisschen muss, ein bisschen Ordnung muss doch sein hier. Ein bisschen Ordnung. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Weg damit. So. Wir gucken jetzt gleich auf jeden Fall die neuen Förderbänder uns an. Gucken uns mal an, Entschuldigung, wie die zu laufen haben. Und ob die zu laufen haben. Das ist, wie gesagt, das habe ich eben schon als To-Do ausgesprochen. Wir sollten überlegen. Nee, wir sollten nicht überlegen. Also die Förderbänder ist jetzt der nächste Step. Vielleicht können wir durch die Förderbänder unsere Produktion nämlich nochmal erhöhen. Und das wird auch hundertprozentig so sein, weil wenn wir mehr Rohstoffe in die jeweiligen Endprodukte bekommen, laufen diese Endprodukte natürlich auch viel schneller. Und dadurch dürfte das Ganze
auch ein bisschen schneller laufen. Würde ich jetzt einfach mal schätzen. Wir bauen hiervon nochmal welche. So, okay. Gut. Platten fertig, Platte fertig, Platte fertig. Somit können wir anfangen, die Förderbänder ganz kurz uns anzugucken. Und zwar ganz kurz gucken, die brauchen zwei und elektrische Komponente. Was sind denn elektrische Komponente? Technomods. Okay. Na gut. So, die erste Frage ist, kann ich die einfach upgraden? Das ist die erste Frage. Ich sage nein. Doch, kann ich. Okay. Okay. Oh, oder oh, sogar komplett. Oh, das ist natürlich cool gemacht. Okay, da muss ich schon sagen, geil. Er sagt mir genau, was ich machen soll und wie viel, was hier fehlt. Okay, das ist gut gemacht. 1, 2. Moment. Aber hier bringt es mir ja gar nichts. Wir sollten ja, wenn schon, das hier machen. In 9. Wir brauchen noch einen davon. Und 64 Bells. Okay, das ist das, was er jetzt aufruft. Haben wir hier irgendwo... Da. Da. Okay, das ist cool gemacht. Also, okay, dann muss ich wirklich sagen, Respekt. Das ist wirklich gut gemacht. Das ist wirklich gut gemacht. Wir müssen mal ganz kurz wieder meine Erde wegbringen. Wir haben hier bald einen Container voll mit Erde. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das lassen wir mal daher hingestellt. Und ich habe hier komischerweise noch super viele... Scheiße. Ich wollte eigentlich Sachen loswerden, nicht wieder auffüllen, bitte. So. Was haben wir hier? Wir haben noch Biomasse ohne Ende. Wo auch immer die her ist. Können wir hier mal ganz kurz sortieren, danke. Das sind die Seeds, die wir später brauchen. Die Seeds könnten wir eigentlich auch hier reinschmeißen. So. Ja, gut. Jetzt sieht es auf jeden Fall ein bisschen besser aus. So, gucken wir mal. Was fehlt uns noch? 36 Stück. Ja, dann bin ich mal gespannt, ob das wirklich so einfach funktioniert, wie die mir das hier andeuten. Ich wäre natürlich schwer begeistert. Was passiert denn hier? Zeigt ihr mir dann auch... Ah, ne. Ah, okay. Also die Doppler, die nimmt er nicht mit. Oder weil sie noch nicht erforscht sind. Eins von beiden. Okay, da wir jetzt am Craften sind und das doch noch ein bisschen dauert, würde ich sagen, gehen wir wieder buddeln. Tun wir wieder das, was wir am besten können, und zwar buddeln. Machen wir hier noch eben die Ecke fertig. Eigentlich ein To-Do, was wir gar nicht brauchen. Aber ich bin da eigentlich ziemlich... doch, der muss auch weg. Ja. Die eine Strecke wollte ich auf jeden Fall, dass wir da uns hinbewegen können, falls da irgendwas ist. Okay. So, dann können wir das schon mal bauen. Wir können ja schon mal gucken. Wir können ja uns mal ein bisschen spoilern lassen. Und spoilern lassen meine ich jetzt nicht, okay, wir gucken jetzt, was kommt. Das wissen wir ja inzwischen schon. Aber ich würde gerne was anderes wissen. Und zwar, was braucht denn die Produkte, die grüne dann? Das würde mich jetzt gerade mal interessieren. Science Grün. Was brauchst du? Du bräuchtest Advanced Mesh Maschinenparts. Pipes. Okay. Also er braucht
Sachen, die wir jetzt noch gar nicht herstellen. Boiler, Steam, Trans, okay. Da kommen schon noch ein paar schöne Sachen, muss ich sagen. Assembler. Paar nicht so geile Sachen. Paar Sachen, wo ich noch nicht so weiß, was wir damit überhaupt machen wollen. Aber halt auch eben ein paar Sachen, die wir auf jeden Fall brauchen können. Und ja, ich bin mal gespannt. So, der Mining Turtle, nee, der Mining Ding soll auch abgewertet sein. Mal gucken. Oh ja, es ist auf jeden Fall schneller. Es ist auf jeden Fall schneller, hundertprozentig. Ja, es ist auf jeden Fall schneller. Man merkt es auf jeden Fall. So. Frage ist. Nee, ich glaube, das ist immer noch dieselbe. Also das, also man merkt schon, dass es schneller ist. Hundertprozentig. Minimalst schneller. Aber so ein 3x3 wäre mir lieber gewesen als nochmal schneller. Bin ich ehrlich. Ein 3x3 wäre mir lieber gewesen. Forschung läuft. Produktion läuft auch noch. Wir können jetzt gleich mal losstiefeln. Um zu gucken, wie er denn upgradet und ob er upgradet und was er upgradet und warum er upgradet. So. Wir müssten aber auch... Oh, ist doch noch ein ganzes Stück. Hätte ich nicht erwartet. Ist doch noch ein ganzes Stück. Ich hätte jetzt mit 2-3 Blöcken noch gesagt, aber das sind ja noch 5-6. So, wir nähern uns der Zielgeraden. Eine Runde müssen wir aber noch zurücklaufen. Die müssen wir dann tatsächlich noch machen, ob wir wollen oder nicht. Aber wenn wir hier schon mal alles am Ausgraben sind, dann schon richtig, ne? Also wenn, schon richtig. Wir haben noch 6 Förderbänder vor uns. Ich glaube, die Förderbänder sind schneller fertig als wir mit dem Schippen hier. Dum, 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 dum. Okay. Wir nähern uns der Zielgeraden. Okay, ich glaube, na, er ist jetzt mit dem letzten. Und, ha, guck mal. Erster. Okay, haben wir noch welche drin? Ja, haben wir. Nehmen wir die mal ganz kurz raus. Ich weiß, sollte man vielleicht da nicht wegnehmen. Aber shit happens. Shit happens. So. Plattform vergrößert. Wir gehen hier hin. Und ich sagte, ich möchte gerne die da upgraden. Klack. Oh. Oh. Das ist wirklich ein Anstieg. Oh, das ist wirklich ein richtiger Anstieg. An Speed. Oh, das ist cool. Das ist cool. Ich weiß jetzt nicht, ob es Sinn macht, überall abzugraden, aber an gewissen Teilen sollten wir auf jeden Fall upgraden. Aber wie man sieht, jetzt ist es auf jeden Fall voll, ne? Und der hat auch die komplette Strecke gemacht. Und selbst er kommt jetzt nicht mehr hinterher. Also er wird leerer. Das ist auch sehr gut. Das bedeutet, wir könnten uns hier nochmal, wenn wir denn wollen, 2 Öfen hinstellen. Weil 2 Öfen müsste eigentlich vom Doing her hier hinten auch noch passen. Sollte eigentlich kriegen. Genau, also wir buddeln. Also heute die Folge ist eigentlich, glaube ich, nur buddeln. Wir buddeln schon die ganze Zeit. Und wir buddeln immer noch mehr. Und wir kriegen auch immer mehr Aufgaben zu buddeln. Weil, ja, was soll ich sagen? Wir hätten es anders bauen können, natürlich. Wir hätten alles auf einer großen Plattform bauen können. Oder in der Ebene. Oder
Weiß ich nicht. Wir hätten das aber auch alles unterirdisch bauen können. Da hätten wir so oder so noch mehr buddeln müssen. Oh, das stelle ich mir eigentlich auch ziemlich geil vor. Alles unterirdisch zu machen. Ich mag ja so Aufgaben. So, dann das und das. Das und das. Out und out. Achso, hier müssen wir natürlich jetzt die neuen Türen hinbauen. Die machen wir auch nochmal ganz kurz weg. In und in. Hier sind noch die roten, glücklicherweise. Was heißt glücklicherweise? Hier sind noch die roten. Und somit läuft das auch. Okay. Nächster Step auch abgeschlossen. Ist die Frage nur, wie sieht es hier hinten aus? Leert sich hier irgendwas? Ganz sachte. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also ja, also wir brauchen jetzt eigentlich noch einen Quascher natürlich. Ne, weil, ne, 1 zu 1. Quascher können wir aber ganz schnell, glaube ich, hier hin zimmern. So, machen wir einmal den kompletten Weg. Huch, wo bist du denn her? Wo kommst du denn her? Das, das. Dann das. Einen Quascher bauen wir nochmal. Quasch, 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 quasch. Und einmal das. Wir brauchen nochmal ein neues Eisen. So, dann da nochmal einen. 7. Quascher. Dann das raus. Das rüber. Dann gehen wir ganz kurz auf die andere Seite. Und machen hier das und das. Okay. Ups. Einmal rüber, einmal runter, einmal hoch, einmal rechts. Und schon kann es auch hier, hoppala, losgehen. Somit dürften jetzt auch wirklich alle hier glücklich sein. Es sollten alle glücklich sein, sagen wir es mal so. Wie sieht es hier oben aus? Okay. Auch gut. Auch gut. Ey, das sieht aber wirklich schon gut aus, oder? Außer, dass ich gar nichts sehe. Was können wir uns von hier irgendwas... Also ich glaube, das ist schon eine schöne, richtig schöne Base geworden bis jetzt. Ich glaube, das ist schon eine schöne, richtig schöne Base geworden bis jetzt. Die laufen alle. Haben genug Rohstoffe drin. Die Forschung läuft. Hier ist ein bisschen Reserve überall drin. Also an der ersten und zweiten Maschine. Ja, an der ersten und zweiten Maschine. Die anderen laufen nicht so. Aber das ist okay. Wir haben die nächste Forschung fertig und können uns noch was Neues reintun. So, was komplett Sinniges. Wir bauen unser Büro. Haha. Das werden wir aber in einer der nächsten Folgen tun. Weil ich jetzt schon sage, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Habt noch einen schönen und wundervollen Tag. Ich bin nun raus. Ich weiß nicht, warum ich abweiche. Ich glaube, weil ich zu viel Zeit noch habe. Aber egal. Ich sage vielen, vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss.